Seid gegrüßt, meine aktiven Meerwasserfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntagsvlog hier auf meinem Kanal. Ja, zuallererst eine frohe Weihnacht wünsche ich euch allen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes, besinnliches Fest bisher und werdet dies auch noch haben. Denn heute kommen wir tatsächlich zum letzten Sonntagsvlog in diesem Jahr. Ja, es ist der letzte Sonntag in 2022. Von daher wird dies der letzte Sonntagsvlog für 2022 sein. Und wir werden uns dann auch erst wieder im neuen Jahr sehen. Direkt, ne? Am 1. quasi. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ja, das Jahr war auf jeden Fall super, 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 super schön, würde ich mal behaupten. Ich möchte mich auch hier abschließend nochmal recht herzlich bei euch allen da draußen bedanken, meine Lieben, für den ständigen tollen Support. Ne, immer schön, Däumchen ist ein Träumchen, Kommentare, ist immer so, immer vage, ne? Könnte ein bisschen mehr sein. Ja, ihr wisst, ne, für den guten Algorithmus. Aber trotz alledem, meine Lieben, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mir schon so lange Zeit folgt, oder beziehungsweise einige von euch. Vielleicht werden es ja noch mal ein paar mehr werden. Müssen wir mal schauen, was so kommen wird. Auch möchte ich mich recht herzlich bei den Herstellern bedanken und Händlern, die also auch dieses Jahr wieder mit mir zusammengearbeitet haben. Ich glaube, wir haben viele schöne, tolle Sachen gemacht, viele Projekte gemacht. Ja, wir haben im Grunde genommen, glaube ich, für euch da draußen super geile Rabattaktionen machen können, was mich auch super gefreut hat. Und ja, ich möchte mich einfach auch nur wirklich recht herzlich bei den Herstellern bedanken. Ja, und hoffe auch, dass wir da im nächsten Jahr auch wieder gut miteinander zusammenarbeiten werden. Da bin ich mal gespannt, was das alles so geben wird. Und ja, ich habe es ja schon angedeutet, es wird sich für das nächste Jahr definitiv einiges bei mir ändern. Weil das Ganze wird mir ein wenig zu viel. Man ist halt eben nur noch unterwegs. Und da habe ich mir halt so meine Gedanken drüber gemacht, weil das dies ja auch ein bisschen auf meine Gesundheit geschlagen hat. Der Stress halt, der dahinter steckt, ne? Weil, wie gesagt, ne, ihr dürft nie vergessen, ich gehe ganz normal arbeiten. Ich mache das hier alles nur just for fun. Ne? Ich mache das nicht kommerziell. Ne? Fahre irgendwo raus, drehe Videos etc., mache Live-Sales, whatever, gegen Bezahlung und brauche dafür nicht arbeiten gehen. Und habe den ganzen Tag Zeit dafür. Nein, nein. Ne? Ich gehe also die ganze Woche über arbeiten. Und die Arbeit war dies Jahr auch mega viel. Also die Leute, die im SHK-Bereich arbeiten, ne? Sanitär, Heiz und Klima, die wissen, glaube ich, was dieses Jahr los war bezüglich Wärmepumpen etc. Vollkommen ausgebucht. Ne? Und da blieb immer weniger Zeit. Zum Ende des Jahres wurde es etwas enger. Das habt ihr mit Sicherheit auch mitbekommen. Da auch dementsprechend weniger Videos gekommen sind. Ja, und da muss man halt ein bisschen Luft schaffen. Und das habe ich auch halt immer an den Wochenenden. Da kann ich mir immer nur das Wochenende nehmen, um was für euch zu machen. Und ja, die letzten paar Monate war es leider so, dass fast ausschließlich jedes Wochenende irgendetwas anstand und ich irgendwo hin musste. Und ja, da hat dann so der Kanal so ein wenig drunter gelitten. Es kam weniger Content für euch und ja, das wollen wir im Prinzip wieder ändern und müssen uns da halt ein wenig Luft schaffen. Ja, ansonsten auch noch ein Riesendank an die Hersteller, die mir jetzt auch diese Woche noch haben super viele Sachen zukommen lassen. Es war Oceamo, es war Tunze, es war Tropic Marine, es war die Refactory. Viele, viele andere haben mir auch noch was geschickt gehabt, auch User oder auch halt andere YouTuber, die Sarah als Beispiel. Auch hier vielen, vielen Dank, meine Lieben. Ja. Und eine Sache ist da noch gekommen, und zwar von der Firma Tunze, meine Lieben.
Und ihr seht hier an meiner Seite so eine kleine Kiste stehen. Und ich sag mal so, die Leute auf Instagram, die haben schon gesehen, was da drin ist. Da habe ich das schon aufgemacht. Und tja, ich würde sagen, auch wir schauen da mal rein, meine Lieben. So, dann gucken wir mal rein, machen mal die schöne Büchse mal auf. Ja, und dann haben wir hier die neuen Care Booster Premium drinnen, der Firma Tunzer. Sehr geil, die könnt ihr natürlich für die Care-Magneten nutzen halt, ne? Die kommen dann außen halt drauf als Griff. Ja, wir haben den dann einmal hier in der Variante Olivenbaumholz. Dann haben wir den in Makassar. Na, und auch alles schön hier Edelstahl-Tunze-Schildchen. Alles wunderbar. Sieht gut aus. Und in Palisar haben wir den dann nochmal. No, alles sehr schön wertig, wie ich finde. Sieht echt scheiße gut aus. Ja, und ihr könnt ihr dann hinten aufs Aquarium klipsen. Zeige ich euch auch. So, und dann seht ihr das mal hier. No. Zack, so könnt ihr den da draufsetzen. No, dann habt ihr hier einen schönen Holzgriff drauf. Ja, sieht richtig gut aus, wie ich finde. Ja, ein bisschen schönes Design-Element, ne, sagen wir es mal so. Ja, und dann kann man halt noch schauen, wie man es halt eben möchte. Kann man dann auch hingehen, zack, den runternehmen. Und dann macht ihr den da drauf. Dann habt ihr das so aussehen. No. Oder halt eben, wer es gerne in Makassar hätte, da kann man das auch so machen. Ja, schön, schön. Schöne Sache. Gefällt mir richtig gut. Und ja, wie gesagt, auch richtig schön edel. No. Da kann man sich nicht beschweren, würde ich behaupten. So, geile Sache, finde ich auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Ja, wirklich super, ne? Also ich finde die Dinger richtig, richtig, richtig gut, muss ich ehrlich zugeben. Ich meine, ihr wisst, ich war ja bei der Firma Tunze gewesen, ich glaube, das ist auch schon ein Jahr her, war das letztes Jahr? Ja, ich glaube, das war sogar letztes Jahr. Da war ich da, da habe ich die Dinger schon gesehen. Ne? Also da war es schon so, dass ich die schon gesehen hatte. Die Prototypen. Ja, und daher freue ich mich auch sehr, dass sie jetzt fertig sind, die guten Dinger hier. Und ihr braucht gar nicht fragen, ich kann euch preislich da noch gar nichts sagen. Ich habe selber keine Informationen. Ich bin mit einer der ersten, die überhaupt bekommen. Ich habe auch alle drei Varianten bekommen, habe ich gesehen. Auf Instagram habe ich gesehen, das war, glaube ich, nur noch ein anderer, der auch drei Varianten bekommen hat. Alle anderen hatten nur so eine Farbe bekommen. Und mehr weiß ich darüber aber tatsächlich auch noch nicht, meine Lieben. Ja, ansonsten, was war die Woche gewesen? Ihr habt das Video gesehen zum Marine Monitor. Ja, ich habe mir den ja an Zoatank montiert. Und da läuft er jetzt auch und werde euch da immer so ein bisschen drüber berichten. Und ja, mir fiel auch gerade noch was Gutes an. Ich würde sagen, wir gucken da mal eben rein. Dann haben wir ja diese Woche noch den Marine Monitor von Hanna eingebaut. Habt ihr ja schon in der Vorstellung gesehen. Ja, der hängt jetzt hier am Zoatank und zeigt mir jetzt immer schön alles an. Und ja, also bisher muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz begeistert. Ja, wir schauen mal. So, wir haben im Prinzip aktuell eine pH von 8,2, 35er PPT, 24,6 Grad. So, das passt ja eigentlich alles schon mal sehr, sehr gut.
Ja, so habe ich die Werte schon mal auf einen Blick. Dichte halt, ja, permanent abgemessen. Wie gesagt, im letzten Video habt ihr auch viel in die Kommentare gehauen. Ja, gut, klar. Der Preis, es ist nicht günstig, überhaupt gar keine Frage. Ja, viele haben auch gesagt, man muss es nicht haben. Aber nochmal so viel zum Thema pH. Schaut da doch einfach mal rein. Habe ich auch mal ein Video zu gemacht zum Thema pH-Wert. Da hatten ja relativ viele von euch angegeben, ja, ist ja total uninteressant und pH braucht ja gar keiner, Temperatur braucht man auch nicht. Ja gut, klar, Temperatur hast du auch wahrscheinlich bei irgendwelchen anderen Sachen mit dabei, da bin ich schon bei euch, keine Frage. Und ja, ist halt nur die Dichteanzeige im Prinzip als permanente und ja, das ist ja jetzt gar nicht mal so verkehrt. Aber da fällt mir auch noch was ein zum pH-Wert. Da könnten wir ja eigentlich mal einen schönen kleinen Test machen. Ja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall eine sehr hochwertige Sonde verbaut. Und jetzt würde mich doch mal interessieren, was sagen denn jetzt meine zwei anderen Messgeräte? Was zeigen denn die mir jetzt an? So, das ist der große Hanna-Refraktometer. Jo, der sagt mir halt auch 35 ppt. Der liegt also überein. Und jetzt interessiert mich noch der kleine Salinity-Tester. Und da schauen wir auch mal, was der jetzt noch dazu sagt. Und der liegt bei 35,2. Also auch, ja, sehr nahe, würde ich sagen. Das, ja. Gut, 0,2 kann man jetzt verschmerzen, ja, aber das ist auf jeden Fall schon mal meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Das ist auf jeden Fall auch schon mal sehr aussagekräftig. So, und jetzt ist halt wie immer die Frage, wen kann man jetzt vertrauen? Ist der hier genauer? Wir gehen mal davon aus, dass der Marine Monitor, glaube ich, so ziemlich die beste Sonde hat. Und halt eben der große Refraktometer natürlich halt eben auch dementsprechend gut ist, weil das natürlich auch ja, teure Geräte sind, wo man halt eben definitiv sagen können, ja gut, die sind natürlich auch nicht günstig und von daher denken wir einfach uns, das muss auch stimmen. No? Also das war jetzt hier der Salinity Tester Marine. Wie ihr sehen konntet, lagen die Geräte alle relativ beinahe beisammen. Ja, ist, denke ich mal, vernünftige Geschichte. Ich bin schon mal froh, dass man halt den großen Refraktometer und den neuen Marine Monitor übereinander liegen haben, also deckungsgleich. Finde ich schon mal sehr gut. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, wo ich jetzt halt auch sagen kann, okay, perfekte Nummer. Weil sonst habe ich auch immer nach dem Großen mich gerichtet. Wenn ich jetzt sagen kann, okay, der Monitor passt da auch, ist das eigentlich eine super perfekte Geschichte. Würde ich jetzt mal behaupten. So, wir gucken uns das Spiel mal an. Wie gesagt, ich werde euch da jetzt von Zeit zu Zeit immer mal wieder drüber berichten. Wir gucken mal, wie der sich verhält, wie das reinigungstechnisch ist und. Also Sondenhänge hinten im Technikschacht. Ja, muss man jetzt halt mal gucken, wie sich da irgendwelche Dreckpartikel drauf ansetzen, Tierchen, irgendwelche kleinen Röhrenwürmchen, wie auch immer. Ihr wisst ja, was alles im Technikschacht so wächst. Ja, da werden wir halt mal gucken, was sich da verändern wird. Wir werden den auch dann irgendwann nochmal kalibrieren, so in einem ja, halben Jahr, denke ich jetzt mal. Ne? Wir schauen einfach mal, wie es aussieht. Bisher läuft es ja eigentlich ganz gut. Ja, ansonsten, ihr wollt da bestimmt auch nochmal reingucken und das machen wir natürlich auch noch. Das Refactory steht auch soweit ganz gut. Ja, gibt es jetzt auch nicht großartig Neues. Habe ich auch noch nicht viel dran gemacht, werde ich mich jetzt mal wahrscheinlich in der Weihnachtszeit mal drum kümmern, das mal ordentlich einzurichten, zu machen und zu tun. Ja. Wie gesagt, so sieht schon mal ganz, ganz gut aus. Da kann ich mich jetzt nicht großartig drüber beklagen. Schon ein bisschen was da reingestellt. Ja, muss ich mal gucken. Muss ich noch ein bisschen noch
sortieren halt, dass wir es noch ganz richtig gut hinkriegen. Aber so sieht das an für sich schon, glaube ich, ganz nice aus. No. War so ein paar kleine Schätzchen reingestellt, halt eben ein paar schöne Favien, Favitis. Hier auch eine ganz, ganz schöne. Die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Habe ich mal bekommen als 4 Polypen. Ihr seht, sind schon um die 20 jetzt. Ja, dann hier vorne noch so eine kleine rosa-blaue. Auch ziemlich nice. Jo, und einfach so ein paar schöne Sachen da drin. Ein schöner Stein, wie heißen sie? Diese Scheiben Superman, ne? Sind es, glaube ich, diese blau-orangen. Sieht auch richtig gut aus. Die Musterleier ist drinnen. Ja, da habe ich mich noch nicht so richtig gefunden, was ich da noch so reinbringen werde. Ja, ich muss mal gucken. Ich hatte erst Bauer Benkis gedacht, aber es sind sehr große Stücke. Die nehmen natürlich sofort sehr viel Platz weg. Ja, dann habe ich auch die ganz seltene schöne Zoa da hinten reingepackt. Die ist auch mit an Bord. Ja, muss ich halt mal gucken, wie ich das lösen werde. Ja, aber wie gesagt, ansonsten soweit, so gut ist das alles hier. Erstmal gute Sache. Was soll ich sagen? Der Kaffee ist so gut wie am Ende. Ja, wir gehen jetzt auf das Jahr 2023 zu. Der erste Vlog wird, wenn ich richtig das im Kopf habe, am 1., das müsste der Sonntag sein, wird der ablaufen. Und ja, dann sehen wir uns im Jahr 2023 wieder. Von daher kommt gut rein, rutscht gut rüber ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann gesund und munter dann im neuen Jahr wieder, meine Lieben. Ja, was soll ich noch weiter sagen? Habt noch ein schönes Fest. Ne? Weihnachtsmann war hoffentlich bei vielen von euch da gewesen. Hat euch reich beschenkt mit schönen neuen Sachen für unser schönes Hobby. Und ja, ne? Rest kennt ihr. Däumchen, Träumchen, Kommentar. Ist gut für den Algorithmus. Ne? Lasst mir da mal ein klein wenig mehr da. Würde ich mich super drüber freuen. Und ja, ich bin raus, meine Lieben. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und bye bye 2022. Ciao, ciao, meine Lieben.